Am Dienstag hat die Polizei nach einem Hinweis auf explosive Stoffe in der Krefelder Innenstadt einen Mann in seiner Wohnungsnähe festgenommen. Eine konkrete Gefahr für Dritte bestand nicht. Gegen 16 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen Mann, der gefährliche Stoffe in seiner Wohnung lagern sollte. Zudem habe er Drohungen gegen die Polizei geäußert. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich im Bereich der Königstraße ab und durchsuchte die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Dort fanden Beamten zunächst unbekannte Stoffe in Pulverform. Am späten Abend untersuchten Experten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen die Substanzen vor Ort. Sie wiesen roten Phosphor und Schwarzpulver nach. Die Substanz wurde sichergestellt und abtransportiert.